Und Hans-Jürgen, stehen wieder nur hässliche Sachen in der Zeitung. Also von mir aus gesehen stehen die hässlichen Sachen hinter der Zeitung. Lieben euch. 80 Millionen Zuschauer. 8 Millionen, Regina. 80 ist die Prozentzahl in deinem Erfrischungsgetränk da. Jedenfalls hatte die ARD noch nie so viele Zuschauer auf diesem Sendeplatz. Das ist mir scheißegal. Das war die schlimmste Produktion ever. Und das war das letzte Mal, dass du mich in sowas reingequatscht hast. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Es war gut bezahlt, es war ein großer Erfolg. Für dich auch nicht selbstverständlich. Du durftest deine privaten Brillen tragen und vor allem jetzt ist es vorbei. Win-win. Wieso denn vorbei? Jetzt geht's erst richtig los. Die wollen in Serie gehen. Nee. Um Gottes Willen. Dann moderiere ich lieber wieder das Ferienprogramm. 30 Folgen. 30 Folgen? Auf gar keinen Fall. Die haben auch schon eine Summe für euch gemacht. Für kein Geld der Welt. Ich habe auch gar keine Zeit. Ja, dann schaut euch erst mal eure Gage an. Ich bin dabei. Ich kann immer. Wann geht's los? In 2 Wochen. In 2 Wochen? Oh. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Bastian Pastewka ist mein Name. Ich wollte fragen, ob Sie relativ kurzfristig einen Termin für eine Trauung frei haben. Ja, innerhalb der nächsten 2 Wochen. Da ist nichts mehr frei. Ah. Ja. Ja, das soll schon ein bisschen romantisch sein. Also, das wäre mir wichtig. Was? Frühestens in 5 Wochen? Und bei Ihnen ist wirklich gar nichts mehr frei in den nächsten 2 Wochen? In 6 Wochen erst? Wissen Sie, ich bin danach nämlich erstmal sehr lange mit Dreharbeiten beschäftigt. Nein, das wäre keine Spulenhochzeit. Ja, SketchUp geht weiter. Wer hat den letzten Termin bekommen? Hugo Egon Balder. Ach, das haben Sie gesehen. Ja, ja, gut, was heißt genial? Kleiner Tipp, verabreden Sie mit Herrn Balder auch direkt den Scheidungstermin. Wenn Sie den so 4 Wochen später ansetzen, müssten Sie auf der sicheren Seite sein. Ja, wiederhören. Und wenn ich Ihnen und Ihrer Familie Karten besorge für... Frag doch mal die Maus mit Eckart von Hirschhausen. Hallo? Ach so, ich soll in den Vororten anrufen, meinen Sie? Ja gut, das wäre natürlich ein bisschen intimer. Wen soll ich anrufen? Standesamt Meschenich. Oh, ist das noch Köln? Ja, ja gut, ich versuch's mal. Ja, danke schön. Und deswegen müsste das Ganze in den nächsten 2 Wochen sein. Da haben Sie wahrscheinlich nichts mehr frei, oder? Sie haben noch was frei? Wann? Kommenden Samstag. Ja, sag ich direkt zu. Perfekt. Bitte tragen Sie sofort fest ein. Ja, ja, die Frau Schwärzke. Frau Schwärzke kann mich jederzeit anrufen. Dann erklären wir weitere Details, ja? Ja. Ja, Sie sind ein Engel. Der Engel von Meschenich. Ja, alles klar. Ich freue mich. Wiederhören. Danke. Yes!